Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Womped at War mit den Briten und mit dem Scipion zu meinem Guide. Ja, unser Kommandant muss sich jetzt beweisen. Er hat ja zum Glück das gute Gefolge seines Vorgängers geerbt, aber jetzt ist es an der Zeit, sich gegen Edwin von Mogadischu zu beweisen. Und hauen wir drauf auf den, ja, Putz. Das sollte jetzt interessant werden. Weil wie gesagt, wir haben halt nicht so einen guten General und jo. Umso mehr Sterne ein General ja auch hat, desto einfacher gewinnt man ja auch. Aufgrund dessen, dass der Gegner halt flieht, weil er halt eingeschüchtert ist. Aber diese Armee hat halt die Erfahrung. Die ist halt sehr, sehr erfahren, was das angeht. Und ja, wir gucken einfach mal, wie das dann dementsprechend ausgeht. Ich will ihn wieder mit meinen Streitwagen ärgern, deshalb schicke ich die als erstes raus. Das haben wir ja bisher ziemlich gut immer gemacht. Bei den Germanen funktioniert das auch gut. Und umso mehr Erfahrung die auch haben, desto mehr Schaden machen die auch. Ihr sehen könnt, die haben jetzt schon Silbererfahrung mit Fernkampfangriff von 15. Und Waffenupgrade auch. Die können also noch maximal, ich muss mal kurz nachrechnen, 4, 7, also bis 22 Angriff geht es halt noch hoch. Also 2 Silberstufen, dann sind wir bei 17. 2 Waffenupgrades sind wir bei 19. Und dann noch die drei Goldupgrades sind wir bei 22. Dann hauen die ordentlich rein. Ja doch, er verliert schon was. 3% haben wir schon. Ich möchte aber noch mehr. 5% haben wir schon. Also schon mal Anfang. Haben wir schon mal 21. ausgeschaltet. Ja, gleich haben wir 10%. Das läuft gut. Er kommt jetzt mit seiner Kaff. Das finde ich sehr gut. Da gehen wir natürlich entgegen, weil ihr habt ja gesehen, was unsere Kavallerie mit seiner Kraft macht, weil wir halt die Sensen quasi noch dran haben. Da kann er ruhig reingehen, er wird die Pferde verlieren. Das ist halt sehr schön. Das heißt, sie sind sozusagen unantastbar, würde ich nicht sagen, aber sie sind schon eher nicht so verwundbar wie die normalen berittenen Bogenschützen aufgrund dessen. Weil die sich halt quasi zur Wehr setzen können. Und wir müssen gucken, dass wir die auch mal fortbilden. Weil die ja auch hier schon so ein bisschen angeschwächt sind, sage ich mal. Und wenn ihr in den Nahkampf geht, also mit Alt dann natürlich, dann geht der Plänkler-Modus raus bei solchen Einheiten. Das müsst ihr bedenken. Das Schöne ist, wir erschöpfen die natürlich auch. Also das ist jetzt zwar nur Geplänkel, was ich hier mache. Aber wie gesagt, kurze Kampagne. Wir haben eigentlich keine Zeit, uns großartig hier Einheiten zurückschicken, weil das kostet alles Zeit. Und Zeit, wie gesagt, hat man in den kurzen Kampagnen nicht. Deshalb muss man halt auf solche Taktiken zurückgreifen, um das Spiel halt rechtzeitig zu beenden, bevor es eine andere Fraktion tut. Ja, also die Streitwagen haben gute Arbeit geleistet. Wir haben ein Drittel der Armee ausgeschaltet. Ohne, ich glaube, wir haben 2 Streitwagen verloren. Vielleicht kriegen wir die wieder. Wir haben auch gut Erfahrungsstufen gemacht. Das ist sehr schön. Wir werden es gleich noch mal in der Endstatistik sehen. So, er flieht jetzt auch. Das ist natürlich noch besser. Eine Spur des Todes. Nee, fortsetzen. Wie viel haben wir denn jetzt vernichtet? Ja, fast 50%. Das ist sehr gut gelaufen für uns. Also sehen könnt, wir haben wirklich fast 50%. Und überall eine Erfahrungsstufe. Aber die Verluste werden leider nicht geheilt. Schade. Aber einen guten Job haben die gemacht. So, und er bekommt jetzt... Jawohl, er kriegt ein Kommandoding. So, wir könnten hier unsere Einheiten fast fortbilden, wenn wir hier den Tempel bauen. Das machen wir auch. Das ist gut. Dann bauen wir jetzt den Tempel abreißen. Entschuldigung, nicht bauen. 91%. Ich habe aber so die Vermutung, dass du trotzdem stirbst. Deshalb lasse ich das mal. So, hier müssen wir auch mit unserer Armee. Was hatte ich denn mit ihm vor? Er sollte hier hingehen, ne? Eigentlich müssten wir nach Spanien, um dort die Gallier auszuschalten. Aber dafür haben wir gerade nicht die Truppen, sage ich mal. Müssen wir ein bisschen gucken. Was ich aber ganz gerne hätte, ist hier irgendwie ein Wachturm.
damit ich das hier so ein bisschen überblicken kann. Weil hier können die Gallier nicht lang. Sag ich mal, die müssen hier lang. Da sehen wir es ja ein bisschen. So, du hast mir hier einen Söldner, den nehme ich doch mit. So machen wir das. Ja, vielleicht brauche ich da auch noch einen Turm. Wir gucken mal. Ja, da oben kommen nämlich die germanischen Armeen. Wie machen wir es jetzt? Ich glaube, ich warte erstmal hier noch kurz, bis ich meine Streitwagen fortbilden kann. Wir rekrutieren hier noch eine Armee, die verteidigen soll. Mit 4 Streitwagen sind wir, glaube ich, ganz gut dabei und 3 Hauptsteuerern. Bisschen Infanterie, ja, das sollte machbar sein. Ich guck mal, ich glaube, er wird dann die Armee anführen, weil er jung ist. Ja, hier bitte die Farmgemeinschaft. Wir müssen gucken, dass wir Geld in die reinbekommen. Hier oben die Tempel und so weiter lasse ich erstmal. Ich baue jetzt erstmal nur die Städte aus, die mir auch Geld einbringen. Ja, guck mal, hier die. Ja, machen wir so. Nächste Runde. Ich meine, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ah, es war so klar. Man hat einfach keine Ruhe. Warum kann ich jetzt hier alles fortbilden? Weil ich hier den heiligen. Nee? Ja, doch, den heiligen Hain fertig gebaut habe. Gut. Nächste Runde ist meine Schmiede fertig. Das ist sehr schön. Ich bräuchte eigentlich ein paar Spione. Wir rekrutieren mal ein paar. So, und du darfst jetzt zurücklaufen, um die römische Armee zu vernichten. Das ist sehr schön. Seht ihr, das meine ich. Das kostet nämlich alles Zeit. Und wenn ich halt immer zurück sehr verlustreich spiele, dann müsste ich noch mehr Zeit einräumen, weil ich halt immer. Ich gehe mit den Einheiten halt volle Kanne drauf, verliere ziemlich viel und dann sie wieder in die Stadt, um die halt fortzubilden. Und wie gesagt, die Zeit hat man nicht, weil man so oder so schon kaum Zeit hat, wenn sowas passiert. Aber eigentlich sollten wir das nur mit den Generälen schaffen. So. Neue Krieger sind eingetroffen. Vielleicht ist es Zeit, dass sie den Feind töten. Was doof ist, er steht im Wald. So, im Wald sind die Streitwagen nicht so gut. Deshalb müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier handhaben. Vielleicht probiere ich es einfach mal. Einfach mal rein da, so nach dem Motto, sage ich mal. Oder ich schicke einfach die Söldner vor. Wow, 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 was passiert da? Hat den Heerführer eurer Verbündeten getötet. Was? Echt einfach so mitten im Charge? Das glaube ich nicht. Aber echt, er hat ihn einfach so gekriegt. Einfach nur, weil er steht. Haben die echt so wenig Defensive? Okay, die haben nur ein Defensive gehabt. Oh, und ich habe jetzt seinen General verloren. Egal, er verliert 2 Generäle, glaube ich. Flieht er jetzt? Ja, jetzt flieht er, weißt du? Ja, komm, wir killen einen General und dann fliehen wir. Geiler Plan. Jo, lass mal machen und hat auch funktioniert. Raus da, raus da. Ich will jetzt wenigstens seinen General dafür, seine Generäle dafür haben. Das scheint ja zu funktionieren. Nee, oder auch nicht. Es ärgert mich gerade ein bisschen. Ja, sein General, den kommt auch noch. Mann, das ärgert mich gerade. Die Generäle sind bei uns halt ein bisschen wichtig, sage ich mal, weil das halt Streitwageneinheiten sind. Nenn den fortsetzen. Haben die echt so eine schlechte. Ja gut, er hat jetzt eine bessere Defensive, weil er mehr Erfahrung hat, aber trotzdem. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Er hatte 3 Anführer darin oder? Ne, ich habe überhaupt keinen bekommen, ne? Ah. So, die Armee ist nächste Runde fertig, das ist schön und die brauchen noch 3 Runden, okay? Dann gucken wir mal, dann haben wir 3 Armeen. Ja, dann müssen wir gucken.
wie wir damit umgehen. Wir kriegen einen neuen General hier unten, das ist sehr gut. Ja, er traut sich jetzt auch natürlich nicht raus, ne? Ja, das ist so eine... Ich komme hier jetzt gerade nicht vorwärts, ne? Weil ich kann halt einfach nicht. Was habe ich gesagt? Wer wird die Armee führen? Der, ne? Gut, dann machen wir das auch so. So, da haben wir doch unseren Fullstack, sage ich mal, oder fast Fullstack. Da kommen jetzt noch ein paar Hauptschleuderer rein. So zwei Einheiten. Warte, vier Plätze habe ich hier noch. Dann schicke ich die. Will ich dann noch? Ja, dann machen wir das so. Und dann bilde ich hier noch eine Armee aus. Machen wir das so. Ich meine, ein bisschen Geld haben wir ja. So, hier kann ich jetzt meine Armee fortbilden. Das ist super. Den Schrein der Andraster. Steuersatz hoch und die Farmgemeinschaft. Wie gesagt, unser Geld machen wir halt dadurch, ja, durch die Farmgebäude eher. Hier oben kann ich jetzt auch mal die Tempel bauen. Schon mal vorsichtshalber. Gucken, ob er jetzt nochmal rauskommt. Weil jetzt stehe ich ja nicht so nah dran, sage ich mal. Ja, er kommt nochmal raus, sehr schön. So, hier die germanische Armee werden wir jetzt vernichten. Aber erstmal den Baubericht Londinium, ja. Warum eigentlich die Kavalleriestelle? Da können wir doch nur Kriegshunde, okay. Und Trier. Was mache ich in Trier? Erstmal einen Bauern als Garnison auch und Schrein der Andraster. Ja, machen wir. Okay, Lugdunum. Nein, 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 nein. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Da habe ich mich verdrückt. Na, komm. Okay, damit muss ich jetzt leben, dass ich den Fehler gemacht habe. Ja, eigentlich wollte ich hier den Aufstand verhindern, aber es ging ja nicht. So. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir können die Armee hier in die Flucht schlagen. Wir haben halt da das Problem mit der gallischen Armee. Wir gucken jetzt erstmal. Erstmal will ich hier den Hafen haben. So, die Armee wird mir den da vernichten. Dann kann ich, glaube ich, jetzt mit der Armee Richtung... Ja, dann schlagen wir dort die germanische Armee. Also, wir machen jetzt mit der Armee die Armee platt, mit der Armee die, holen uns die Stadt, gehen dann hier runter nach Eovavum, werden hier eine Verteidigungsarmee rekrutieren. Mit Streitwagen auf jeden Fall. Ja, und gehen dann hier runter Richtung Römer. Während die Armee hier unten verteidigen wird. Wir müssen zwar eigentlich nach Numantia, aber ich habe einfach gerade keine andere Chance als hier. Also, ich bete hier noch eine Armee aus. Aber eigentlich... Ja... Eigentlich. Da hört er schon. 2, 3, 4. Nochmal 3 davon. Und dann nochmal da einen von. Ja, ich muss gucken, wie ich das hinterher mache. Der mir aufteilt. Auf jeden Fall baue ich noch die ganzen rum. So. Wir vernichten jetzt erstmal ihn hier. Dann haben wir von den Römern schon mal ein bisschen Ruhe. Was weiß ich wo. 2, 3 Runden. Bevor die mit einer neuen Armee landen. Das ist sehr schön, dass wir auf offenem Gelände kämpfen. Das finde ich schon mal klasse. So, ich werde ein bisschen mit den Söldnern kämpfen, habe ich mir überlegt. So, auf welcher Seite bist du denn? Du bist da. Gehst du mal darüber? Du gehst mal darüber mit der Kaff. Dann machen wir das Ganze so. So, weil die Söldner kann ich verlieren.
kosten mich auch eigentlich nur Geld. Und es ist eigentlich so, sage ich mal, die sind zwar wichtig, ja, in meinem Sinne, ja, aber es sind für mich eher Wegwerfdrogen. Okay, seine Armee flieht, das ist sehr schön. Ich würde aber gerne den General bekommen. Aber ich glaube, den General bekomme ich nicht. Ne, es sieht nicht so aus, als würde ich den General bekommen. Es ist kein Kampf mehr. Es ist eine Jagd. Eine Feiglingsjagd. Gegnerschar, okay, einen General haben wir bekommen. Einer ist schon mal besser als nichts. Ein bisschen ärgerlich zwar, dass wir es nicht bekommen haben, aber okay. Wow, flieht er weit zurück. Aber okay. Gut, dann... Ach ja, genau. Es stehen ja noch mehr Schlachten an. Auf in die nächste Schlacht. Yay. So, gucken wir mal. Also wir machen, ihr werdet eigentlich sehen, dass ich die gleiche Taktik wieder fahre mit den Bogenschützen. Auch wenn er sich jetzt im Wald versteckt. Aber schön ist, diesmal haben wir 6 Einheiten Bogenschützen. Das heißt, es sollte eigentlich ein bisschen schneller gehen, weil wir halt ein bisschen mehr Fernkampf haben. Vielleicht flieht er ja auch gleich schon. Also wenn er mir die Bauern abmurkst, habe ich damit kein Problem. Ich glaube, er flieht. Ja, dann mal hinterher, machen wir noch ein bisschen Schaden. 5% haben wir ausgeschaltet, bin ich eigentlich mit zufrieden. Ah, 10%. Also ein Zehntel ist eigentlich nicht schlecht, sage ich mal. Wenn man so immer so... Das sind immerhin 100 Mann gewesen. Das ist eigentlich jede Einheit, die man vernichtet, ist gut. Auch wenn es jetzt nur so ein bisschen ist. Gut, machen wir die nächste Schlacht. Er stellt sich uns sogar. Und danach können wir die Stadt vielleicht schon einnehmen. Das ist sehr schön. Warum ich die Stadt haben möchte, ist, dass wir dabei, dann haben wir 2 Städte nebeneinander. Und dann werde ich die Armee wahrscheinlich halb aufteilen. Und dann habe ich da einen Fullstack. Und dann können die sich gegenseitig unterstützen. Das ist ganz gut. Ah ja, hier sind unsere besseren Bogenschützen. Die schon echt gute Erfahrung haben. Es freut mich. Das Schöne ist dann auch einfach, dass man die Einheiten halt. Deshalb finde ich das bei den Römern. Spiele ich deshalb irgendwie nicht so auf Erfahrung, weil ich weiß, irgendwann kommt die Imarius-Reform und dann kann ich meine Einheit nicht mehr fortbilden. Das ist ein bisschen blöd. Okay, er zieht sich auch wieder zurück. Das ist blöd, weil er sich dann in die Stadt zurückzieht und das will ich eigentlich nicht. Egal, aber jede Phalanx-Einheit, die wir jetzt bekommen, ist eigentlich eine gute, ja, ist eigentlich gut. Also auch wenn wir jetzt hier die komplette Einheit bekommen. Was wir, glaube ich, auch tun. Nee, fortsetzen. Nein, ich glaube, wir haben ihn nicht komplett bekommen. Schade. Aber wir haben Schlachten ohne Verluste gemacht. So, wir belagern jetzt die Stadt 6 Runden, weil ich möchte einfach die anderen germanischen Armeen anlocken. Und umso mehr Armeen wir auch anlocken, desto besser. Wir können uns noch die Stadt holen, aber die ist mir dann zu weit weg. Hier, wenn die beiden Städte sich unterstützen, reicht mir ja schon vollkommen. Machen wir mal nächste Runde. Ich habe das Gefühl, dass mir die Gallier gleich eine Stadt abkaufen. Oder die Germanen. Irgendeiner. Okay, das römische Schiff ist verschwunden. Was wollen die Spanier? Das ist nur ein General. Nabomatius, wie sieht's aus? Achso, ja, du solltest eigentlich wachsen. Deshalb machen wir dich mal auf niedrig. Dich können wir auch mal auf niedrig machen.
Ja, hier hätte ich ganz gerne einen Bauern. Dann machen wir hier die Taverne mal, um die Zufriedenheit ein bisschen oben zu halten. Doch es ist nicht verkehrt. Ja, wir haben viel fertiggestellt, das ist sehr schön. Na, wir haben nicht genug Bewegungspunkte. Okay, Leute, dann beende ich den Part an dieser Stelle und wir sehen uns im nächsten Part. Ich denke mal, dann werden wir hier ein paar Germanen schlachten und wir werden Massilia wahrscheinlich einnehmen. Wie gesagt, wir müssen eigentlich noch nach Spanien. Und ich denke, wenn ich hier Massilia habe, werde ich auch nach Spanien gehen, weil ich dann hier unten auch nochmal eine Armee ausbilden kann. Beziehungsweise ich habe ja hier einige ausgebildet, die ich dann hier runterschicken werde. Jo, das ist soweit zu meinem Plan und ich sage dann mal bis im nächsten Part. Haut rein. Ciao.